Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sword of Mana. Im letzten Part haben wir den Waldgeist Palmina gerettet und sind über den Illusionsberg Richtung Schloss Granz gekommen. Und in diesem Part schauen wir uns ein bisschen Schloss Granz an. Mit ganz viel Fails wahrscheinlich. Ich wollte nicht zurück. Das fängt ja schon sehr gut an. Ich habe nicht einmal Heilsachen. Das ist ja. Ich glaube, Schloss Granz wird lustig. Ohne Heilsachen. Im letzten Gebiet, ne? Au. Blaue Wache. Oh. So, wie viel brauche ich aufs nächste Level, bitte schön? 191. Ja, das kann lustig werden. Ich sollte mal Lester wieder beleben. So. Schokolade. Notfallsheilung, da geht's nicht raus. Aha, wir sind da. Bist du das? Wie bist du es? Michi, bist du es wirklich? Michi, du bist also am Leben. Du alter Teufel. Sollen wir das Schloss aufbrechen? Ein Moment, Bill, wir haben dich gleich daraus. Aber was machst du hier, Michi? Weiß ich selber nicht. Ich bin hier, um diesen Widerling von Schattenherrscher zu besiegen. Sekunde, ich suche jemand den Schlüssel. Meine Sorgen um mich geliefert, diesen schleimigen Schattenherrscher platt machen. Es hat lange genug gedauert, ich warte auf dich. Okay. Ciao. Wow. Er ist schon wieder tot. Das ist. Ich geh kurz zurück mich heim, bevor ich sterb. Ja? Ja, nein. Weil ich mag das Gespräch da unten nicht noch einmal haben. Also wie gesagt, das wird sehr viele Fails wahrscheinlich geben. So, ich gehe jetzt einmal links runter. Also es geht nicht, okay. Gehen wir links hinauf. Die Mitte müssen wir noch erkunden. Stirb. Ich bin sehr aggressiv in das Spiel. Au. Au. Ich hätte gerne die eine Schokolade, was ich gekriegt habe für den Endboss. So, was haben wir da links? Blö. Oh, eine Falle. War eh irgendwie was, das klar, dass da eine Falle ist. Alter.
Schlüssel erhalten. Ist es jetzt der Schlüssel dafür, ihn zu befreien, oder? Wow. Ja. Aua, wieder schauen? Nein, 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 nein. Das ist... Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das ist Hardcore da. Vielleicht sollte ich vor dem nächsten Part ein bisschen trainieren einmal. Das wäre nicht so schlecht. So habe ich eigentlich alle Mana-Kreise. Ich glaube, mir fehlt sogar ein. So, jetzt gehen wir schauen, ob ich einen Goldschlüssel, der Lester steht schon wieder fast, für da unten brauche oder nicht. Schauen wir mal. Anscheinend nein. Gut, dann gehen wir. Wieso stirbt er so schnell? Das ist. Ah, dafür braucht man den Goldschlüssel. Okay. Wo? Au. Au, das. Der ist auf jeden Fall starke Magie. Vielleicht werde ich jetzt noch ein Level. Das. Okay. Jetzt, wo ich es gesagt habe, noch. So, auf was gehen wir? Ja, gehen wir mal auf das. Mönch, Clown, Attacke plus 10. Aha. So, links oder rechts? Das ist ein Enter. Au. Ich sollte Lester wieder heilen, aber der stirbt uns das so wieder weg. Ich weiß nicht, ob ich die besiegen muss oder nicht. Ich besieg's einfach mal. Dann gehe ich doch lieber weiter. Okay, die Gegner muss ich wahrscheinlich besiegen. Au. Sie sind nicht stark, aber sie sind sehr viel Leben ab. Ist ein bisschen nervig. So. Okay. Jetzt lass mich da raus. Lanze erhalten. Komm nach, Feinde. Ich renn lieber zurück, ist mir egal, was er sagt. Schiss. Ich hab ganz wenig HP, das ist nicht so. Au. Oh, fast durch Stacheln sterben. Boah, es ist hardcore da.
Ja, bitte speichern. Danke. Zehn Minuten nur hin und her rennen. Dann lässt er sterben sein. Zwei ist gut ausgewichen. So, dann gehen wir da weiter, wo wir vorher nicht weitergehen wollten. So, gerade, rechts, hier links. Wann kann ich denn eigentlich die Kiste mit dem Schwert besiegen? Oh. Gehen wir mal rechts oben weiter. Ich werde so eine böse Kiste. Ja, was sage ich? Das ist sicher dann auch eine böse Kiste. Geht's denn da weiter? Alter, ich sterb gleich. Wo sind wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach hingemacht von Lord Kranz. Dieser Raum ist von einer Schutzbarriere umgeben. Er ist sicher. Sicher? Oh Gott, du bist in Ordnung. Wie geht's, Alexa? Fürchte ich, sie ist auf dem Weg hierher. Endlich haben wir dich eingeholt. Er scheint in Ordnung zu sein. Ihr beide kennt euch also. Wir kennen uns schon ewig. Wir sind durch die Hölle und zurückgegangen. Und warte erst, bis du das hörst. Und den Tag, an dem wir abgehauen sind, ist Amanda auch entkommen. Fühlst du viel ganz getroffen? Anders, sie hat das nicht geschafft. Dun dun dun, was? Das ist ja schrecklich und sie war immer so gut drauf. Wir müssen etwas unternehmen, damit wir nicht noch mehr Freunde wie Amanda verlieren. Nehme ich mal an. William, wenn da wir sind, irgendwas, was ist der Bruder? Wir haben unsere Wendel getroffen, es ist ein echt Gottes. Na, das heißt, ich bin wieder Single. Das heißt, der Bruder, auf den sie immer so stolz war, bei Gelegenheiten musste, was war Single noch mit Jan? Single ist mein Leben, ich singe selbst, wenn ich keine Aufträge habe. Wo wir hier schon sind, sollten wir weisen. Also, ich wette das Gefühl nicht los, dass sie noch ein Leben ist. Damals eine Kerkershaus haben ich ihn einmal in seiner Zelle singen hören, vielleicht. Es ist nur ein Traum, aber es soll die kleinste Chance gibt, dass er noch lebt. Hoffnung nicht aufgeben. Michi, du bist derjenige, der straut, ich meine, den Schattenherrscher für uns. Und auch ganz seriös, wie du es fühlen aufhalten muss. Oh Gott. Okay, wir sind die einzigen, die den Schattenherrscher aufhalten können. Das hängt alles von uns ab. Alexa hat sich dich angeschlossen. So, der Raum ist zwar sicher, ja? Aber der ist so sicher, dass es da nicht einmal einen Speicherpunkt gibt. Scheint nicht aufzugehen. Au. Nein! Yay. Gott sei Dank war ich so gescheit und hab
speichert, wenn ich den Lanze gekriegt hätte, was ich hätten jetzt mehr machen müssen. Das ist. Yes. Ich darf nicht so viel Leben verlieren. Der Rest ist egal, aber ich darf nicht so viel Leben verlieren. Sieht das anders. So, das ist schier. Au. So, es sind da überall so schiere Fallen. Ich weiß nicht mehr, welchen Weg ich gegangen bin. So, zu den Kisten darf ich nicht gehen. So, die Kiste kriegt man da gar nicht. So, dann hören wir uns das nochmal an. Und diesmal gehen wir links oder rechts weiter. In der Mitte geht es irgendwie nicht. Warum auch immer. Aber ist eine gute Frage, warum? Aber wenn wir schon wieder bei der Seele sind, ich glaube, der ist böse geworden. Ich glaube, der hilft so für die Bösen. Ich bin nicht sicher. Aber wenn die andere da sich auch angeschlossen hat zum Bösen, wieso nicht der auch? Weil er haben sie halt erwischt und er war ja die ganze Zeit da gefangen. Ich glaube schon irgendwie. Dass er böse ist, durch das er die ganze Zeit da war. Aber naja, schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall mehr Energie als vorher, das ist schon mal positiv. Jetzt muss man nur wissen, wie es weitergeht. So. So, sind wir genauso weit wie vorher. Hat nur ein bisschen gedauert. So, oben geht's nicht auf. Dann gehen wir da mal links, da war ich vorher nicht. So. Au! Ich hab die... Puh! Au! So, was sind wir da? Alligatorhaut, was auch immer das ist. Ich weiß schon, das ist eine Haut von einem Alligator, ja. Aber... So. Das ist da rechts. Und war mit vielen Viechern. Jetzt ist schon wieder tot, aber was soll ich machen? Sind alle nicht so stark. Besieg die mal und schau, was passiert. Wahrscheinlich nicht so viel. Passiert irgendwas noch? Also da oben komme ich nicht durch. So, ich bin auf jeden Fall in der Stufe. So, wieso komme ich nicht durch? Scheint nicht aufzugehen. Okay.
Aha, da gibt mir keine neue Stufe. Gehen wir mal kurz da noch rein. Das ist die Treppe außerhalb dieses Zimmers hoch. Du kannst mir viel fassen, wie du wieder die Heimtür öffnen kann. Schloss. Oder was? Ich kann viele faszinieren. Ich erinnere mich an ein Lied über Bücher, mit denen man in Mantien öffnen kann. Man sagt, es ist so ein Baum, man sich nicht mehr. So, ich mir so verschloss, kannst du eingebunden, dort kannst du mal rausschießen. Okay, irgendwo ist ein Buch, wo man was öffnen kann. Aber da nicht, oder? Ist es da? Kannst du eingebunden, aber. Magische Kräfte, das ist nicht. Das ist. Noch mehr kannst du auch. Verdulden. So gelassen gibt's ja was. Im Zahn, oh nein, okay, das war wunderschön. Du kannst, ich weiß, dass sie sich nur drauf verlassen ist. Ich hab mir schon was gelten. Ich weiß, wie das Buch fehlen kann man nicht. Ich hab das Buch jetzt reingeschoben. So, und jetzt? Ich habe auf jeden Fall einen Klack gehört. Ist jetzt oben offen. Oder was ist, wenn man da rechts rausgeht? Also kommt man da raus, okay. Ha, das war die Lösung. Also für das Rätsel. So. Und jetzt? Dann muss ich da weiter. So. Speichern. So wie es ausschaut, probiere ich jetzt einmal, wenn das jetzt schon das Finale ist, das Finale. Ich tue es sicher nochmal speichern. Also ich weiß nicht, ob das Finale ist. Aber es schaut danach aus. Was? Ein Monster? Jetzt geht's los. Okay. Wow. Na? So, wie kann ich den besiegen? Okay, das nimmt ihn relativ wenig, mein Schwert. Spielen wir mal die Lanze. Ich habe nicht so Spaß, die Lanze gekriegt. Wow. Die ist deppert. Kann mal alles ausprobieren. Ein bisschen ausweichen. Wow,
so Bomben hin oder was? Das sind dann auch nur zwei. Das ist eigentlich wurscht, mit was ich kämpfe, aber das sind dann alles nur zwei, ne? Kannst du mit dem Flegel ausprobieren? Wow! Check mich halt. Ah, oh, das sind viel. So, jetzt kann ich wieder normal gehen. Wieso? Okay, es nimmt den auch nur eins. Es ist egal, mit welcher Waffe ich kämpfe. Okay, dann kämpfen mit dem Schwert. Gut, jetzt wo ich es weiß, was das eh egal ist. Das ist ein Geduldsspiel, wie es ausschaut, hä? Huh? Ist einfach cool, dass du mich heilt. Ich weiß nicht, was man das machen könnte. Die Attacke zum Beispiel heftig. Magie macht in 5 bis 6 Schaden. Ich nehme mal Feuergas und schaue, ob das irgendeinen Schaden macht. Treffen sollte ich auch. Oh. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Au. Kannst du noch ausprobieren. Ich weiß, dass es nichts bringt, aber naja. Passt. Au. Stupid. Ich probiere es einmal mit Feuer. Ich glaube es nicht, dass es irgendwas hilft. Nein, das hilft gar nichts. Jetzt heil mich auch. Kann er mich nur mit dem Schwert besiegen? Es gibt sicher irgendeine Taktik da. So für sie, dass sie weiter heilen kann. Jetzt ist Luft. Jetzt probiere ich einmal was. Mana Barriere, Seifenblasten, Schutzschild, Heilaura. Ich weiß nicht, was da gescheit ist. Ja, das kann ein bisschen länger Kampf werden. Ich hoffe nicht, dass danach dann gleich weitergeht mit dem Kämpfer. Der Geist ist sehr effektiv. Oh, den habe ich auch.
Das ist jetzt ja auch ein Magierstück. Also mir macht er nicht so viel Schaden wie bei ihr. Ist komisch. Ja, was sie auch am Magierin ist nicht. Also bei mir macht er überhaupt keinen Schaden. Ich bräuchte auch so einen Magierstab wie sie. Das ist jetzt nicht zu lange, dann kurz. In den Kampf werden eigentlich nur Maler gehört. Na, wo ist er? Oh. Ich weiß hier, Magierstab habe ich ja nicht. Ich habe den Bogen, mit dem könnte ich ihn. Ich treffe ihn ja nicht einmal. Bei mir macht das überhaupt keinen Schaden. Bei ihm macht das 8 Schaden. Ja, mit dem Bogen habe ich ihm jetzt gerade ein bisschen mehr Schaden gemacht. 4. So viel. Oh. 50 ist schon heftig. Okay, mit dem Bogen ist auf jeden Fall besser als mit dem Schwert. Warum auch immer. War ich Bomberman? Ich will gar nicht wissen, wie viel Leben der hat. Das ist ein scheiß Kampf. Ich hab da keine zweite Phase. Boah, 12! Wie viel Energie hat denn der? Kann er lange dauern. Oh. So.
Ja, dann mal eine Runde. Los. Pfeffer hier nach der Walnuss fahren. Ich hätte gleich von Anfang an mit dem Bogen kämpfen sollen gegen den. Hätte das gewusst. Wie viel haltet der aus? Das ist ja nicht normal. Kommt's. Was ist denn das für ein Boss? Der Bombenvogel. Ich nenne ihn den Bombenvogel. Ja, nee. Oh. Ah, er ist besiegt. So. So, ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich weitergehe. Deswegen gehe ich einmal zurück. Wenn es geht. Ich hoffe, dass es geht. Nochmal speichern. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns ab hier, wenn es weitergeht im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like und abonniert. Bis nächstes Mal. Bis bald und ciao.